Hallo zusammen, liebe Freaks von Espresso TV. Es gibt ein bisschen was Neues aus der Dalla Corte Front. Und zwar die neue Studio mit ein paar kleinen neuen Gimmicks. Und der größte Unterschied sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen ist jetzt hier eine größere Rotationspumpe drin. Die alte Pumpe hat 50 Liter pro Stunde gefördert und die neue Pumpe fördert jetzt 70 Liter pro Stunde. Also alles ein bisschen größer. Das nächste sind die Dämpfer. Die Dämpfer sind besser in der Pumpe. Und last but not least, die Präinfusion war ja früher nur bei Festwasser möglich und die kann man jetzt auch im Tankbetrieb einstellen. Und wie das geht, zeige ich euch gleich. Bei so einer Maschine fängt man an, indem man erstmal hier diesen Wassertank, also unser Kunststoffgurkenglas, dass man das erstmal sauber macht, mit Wasser schön ausspült, dann natürlich wieder auffüllt und jetzt hier reinsetzt. Hier geht es rein. So, Deckel drauf. Ganz normal verschrauben. So, schauen, dass der Schlauch keinen Knick hat. Dann hier Deckel drauf und hier Main Switch anmachen. Und damit sollte jetzt hier, wird das Ganze initialisiert. Kommt natürlich kleine Werbung jetzt, Dalla Corte, und jetzt fängt dann die Maschine an zu arbeiten. Sehen wir Version 1.06a. Ja, jetzt geht's an und jetzt hören wir schon das Geräusch der Pumpe, wie sie jetzt zum ersten Mal den Kessel praktisch und die Brühgruppe mit Wasser befüllt. Und solange das passiert, blinkt hier dieses Licht. Das heißt, die Maschine ist im Befüllmodus, Heizung deaktiviert und jetzt lassen wir das Ding mal schön pumpen und vollsaugen. So, und dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze sich dann anlässt. Wir gehen dann hier noch ein bisschen auf das Menü ein natürlich, aber jetzt soll erstmal die Maschine sich füllen, schön mit Wasser alles füllen und dann müssen wir so Viertelstunde, 20 Minuten warten und dann machen wir einfach einen kleinen Cut. In der Zwischenzeit mache ich dann noch ein kleines Video mit den zwei Mackup-Mühlen da. Okay, also see you soon, ciao. So, also Maschine ist jetzt aufgeheizt, das passt soweit. Ich habe jetzt noch unseren technischen Direktor, ein Mikro dabei und ja, salve. Ja. Und jetzt kannst du ja ein bisschen was erklären. Auch wichtig ist ja das Kesselbefüllen ganz am Anfang. Genau. Was also der, kannst du dazu noch sagen? Der Dampfkessel, der befüllt sich ja automatisch. Wenn er fertig ist, dann stoppt natürlich die Pumpe. Was wir aber von der Hand machen müssen, also manuell, ist den Kaffeekessel zu befüllen. Und das geht ganz einfach hier mit dem Hebel. Wir gehen einfach auf manuell einen Schritt runter und warten, bis Wasser rauskommt. Das kann ein paar Sekunden dauern. Jetzt ist er natürlich voll und deswegen kommt das Wasser auch gleich raus. Sobald der Kessel voll ist, warten wir einfach ab, bis die Maschine die Temperatur erreicht hat. Das sehen wir einmal an dem Manometer. Das ist, der ist an Dampfkessel angeschlossen und einmal hier an dieser kleinen Anzeige sehen wir einmal die 95 Grad, das ist die Kaffeetemperatur, die vom Kaffeekessel, und wir können umschalten und dann sehen wir die 123 Grad. Das entspricht in etwa 1,2 Bar. Und das kann ich ja dann entsprechend einstellen, wenn ich ins Menü gehe. Und um ins Menü zu kommen, drücke ich dann hier 3 Sekunden lang den Schalter, halte ich den gedrückt. Das können wir auch noch kurz zeigen. Ja, genau. Einfach nochmal zur Interesse. Vor allen Dingen, was ja der Unterschied ist mit der Präinfusion. Das ist ja jetzt ein bisschen anders. Also man drückt drauf und irgendwann sollte dann was passieren. Wahrscheinlich sind es keine 3 Sekunden, ja, oder? Ein bisschen mehr. Guck mal jetzt, was passiert. Jawohl. Kessel aktivieren, also Dampfkessel können wir ausschalten. Lassen wir aber an. Dann die Temperatur vom Kessel. Da muss man auch um die 3 Sekunden drauf bleiben. Jetzt haben wir auf
Machen wir ein bisschen mehr, machen wir mal 125. Machen wir mal 125. Ein bisschen mehr Power, genau. So. Gruppe aktivieren, also den Kaffeekessel aktivieren bzw. deaktivieren. Das ist aber momentan nicht wichtig. Und die Temperatur vom Kaffee. Da können wir ein bisschen runtergehen. Ein bisschen runter. Gehen wir mal auf 91, oder? Ja, auf 92. 92, okay. Grundsätzlich ist es ja so, bei hellen Bohnensorten geht man eher ein bisschen höher in der Temperatur, bei dunkel gerösteten eher ein bisschen niederer. Ja. Aber das kann jeder nach seinem Gusto machen und dann passt es. Dann können wir noch die anderen Einstellungen vielleicht gleich zeigen. Ja, genau. Also Gruppe aktivieren, Kessel aktivieren. Und da, jetzt bin ich so Escape war zu schnell. Kessel, Temperatur, Gruppe aktivieren, Gruppe Temperatur haben wir eingestellt. Dosiereinstellungen. Hier können wir jetzt Hebel senken. Also wir malen uns jetzt eine Zweierportion und können dann hier oben mit dem Hebel auf die 1 oder 2, das spielt keine Rolle, das spielt nur die Rolle, welche Siebdecker drin ist. Also wenn wir jetzt den 1er haben, gehen wir auf 1er, lassen dann die Menge durch, die wir wollen und stoppen einfach den Bezug. Dann speichert die das ab und jetzt steht wieder Hebel senken im Display. Für einen 2er, genau. Zum Beispiel, jetzt machen wir den 2er Siebdecker dann rein und können dann einfach hier auf den 2er die Menge durchlaufen lassen. Natürlich programmieren das wie das mit Kaffee und nicht im Leerbetrieb, weil das macht keinen Sinn. So, und jetzt gehen wir noch mal drauf, damit das abgespeichert ist. Waschen, das ist super Übersetzung. Das ist eine Reinigung der Brühgruppe mit einem Reinigungspulver oder Tablette. Kann man bei der Maschine alle paar Wochen machen, je nach Benutzung. Ja. So, Dosiereinstellung, das einmal waschen. Aktivierung Lichter, das ist einfach die Tassenbeleuchtung, die unter der Brühgruppe ist. Ich finde, mit Licht ist besser. Finde ich auch. Dann Info, dann wird die Firmware angezeigt. Das ist die aktuellste. Und dann müssen wir ein paar Sekunden draufbleiben. Oder nur einmal. Was man, das sind genau Firmware und der Zähler. Was man noch mal zeigen könnte, vielleicht mit der Präinfusion. Die Präinfusion können wir in den Einstellungen, also wir können auch die Sprache ändern, die ist standardmäßig auf Italienisch eingestellt. Und die Präinfusion, um dieses Menü zu aktivieren, müssen wir erstmal in die Einstellungen gehen. Das Passwort. Lauter 1er. Eingeben. So, dann haben wir den Zähler, Anzeigetemperatur und da ist die Wasserversorgung. Und wenn wir da drauf gehen, können wir jetzt hier auf Tank oder Wasser, wir wählen Wasser aus, gehen wieder zurück. Und jetzt ist ein zusätzliches Menü hier, ganz am Anfang, oder relativ am Anfang. Und zwar ist das Einstellung Vorbrühung. Das ist die Präinfusion. Die können wir jetzt hier 2 Sekunden, oder? Bis maximal 4 Sekunden einstellen. Wir stellen auf 2 Sekunden ein. So. Und wenn wir aber jetzt wieder in den normalen Betrieb, in den Tankbetrieb wechseln möchten, können wir das machen und diese 2 Sekunden bleiben gespeichert. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Weil sonst ist der Wassertanksensor hinten deaktiviert, weil den braucht die Maschine bei der Festwasserversorgung nicht. Und dann könnte es sein, dass uns die Pumpe leer läuft.
bei Kunden, die jetzt noch ältere Maschinen haben, können die Maschinen herbringen. Da kann man dann praktisch das Software-Update aufspielen, weil das geht gut über einen USB-Anschluss. Müssen wir nur die rechte Seite entfernen und dann praktisch neue Software drauf machen und dann geht es auch. Yeah. Ja, okay. So. Super. Okay, das war das und dann geht es jetzt darum, die Maschine auf die Mühle einzustellen. Das mache ich jetzt gleich, da machen wir einen kleinen Cut. Okay? Cool. Hey, Chaga, cool. So, jetzt geht's weiter. Wir haben unseren Kappa getrunken, dann passt das Ganze. Hier sind wir jetzt bei den Dosiereinstellungen. Also wir machen jetzt praktisch die volumetrische Einstellung, wie viel Milliliter in das Glas oder in die Tasse rein sollen. Okay, deshalb sind wir jetzt hier im Menü und dann haben wir hier die Dosiereinstellungen. Und das Ganze machen wir jetzt gleich dann mit Hebel senken und für Tasse 1 und 2. Und dann übergebe ich jetzt an dich, Mikro, dann kannst du das mal kurz zeigen. An der Mühle habe ich so in etwa jetzt den Mahlgrad eingestellt und jetzt bist du dran. Genau, also wir müssen das auswählen, also einmal drauf, zeige ich nochmal Dosiereinstellungen, einmal draufklicken, Hebel senken. So, und jetzt senken wir den Hebel hier weiter oben, entweder auf 1er oder auf die 2er. Da ich jetzt einen 1er Siebträger habe, machen wir das mit 1er natürlich erst Siebträger einspannen, sonst funktioniert das nicht. Hebel senken. Senken. Ja, und jetzt läuft es praktisch raus und jetzt sehen wir ja hier auch die Durchflussrate und die Zeit, wie es praktisch rausläuft. Und wenn wir jetzt eher Ristretto wollen, dann hören wir natürlich früher auf. Und wenn wir eher in Lungo wollen, hören wir später auf, aber Maximum sind 30 Sekunden. Und wie lange waren es jetzt? Ja, 25, 26 Sekunden. Okay. Also den Mahlgrad noch ein bisschen anpassen. Ja. Sieht aber schon mal nicht schlecht aus. Okay, cool. Ja, jetzt machen wir gleich den Doppio. Haha, super. So, Hebel senken oder erst natürlich einspannen, klar. So, jetzt brauchen wir noch ein zweites Gläschen. Haben wir schon hier. Okay, Hebel senken. So, Hebel senken und jetzt aber auch den Zweier. Also eins, zwei. Reinfusion ist, haben wir auf 2 Sekunden eingestellt. Ja, yeah. Yeah, und wie man sieht, der Zweier läuft komplett anders raus. Womit hängt das zusammen? Mit der Menge. Das hängt praktisch mit der Menge zusammen. Also hier habe ich jetzt einfach zu wenig Kaffeemehl reingemacht. Ja. Das sieht man schon, das ist nämlich auch interessant, jetzt von der Farbe. Das ist ja der Knaller. Einfach mal gucken. Also gleicher Mahlgrad, aber unterschiedliche Menge. Hier ist beim 1er etwas zu viel und hier zu wenig. Aber was ja gespeichert wird, ist praktisch die Menge. Und das ist natürlich voll cool. Wie man jetzt hier praktisch, jetzt nehme ich weniger. Und jetzt sehen wir dann gleich mal den Unterschied, wie das ausschaut. So, haben wir noch was Leeres? Yeah, das ist cool, das ist hier die Experimentalküche. Hebel senken. Jetzt gucken wir mal, ob da ein Unterschied ist. Also ich habe etwas weniger Kaffeemehl reingemacht, sollte natürlich auch den Siebträger richtig anspannen. Und jetzt schaut es gut aus, also der Mahlgrad passt. Es ist dann wirklich die Menge an Kaffeemehl, die den Unterschied macht und jetzt ist okay. Ja. Und dann noch vielleicht zum Schluss, jetzt steht ja immer noch Hebel senken. Wir drücken einmal drauf und dann gelangen wir wieder in das Hauptmenü. Und dann ist praktisch jetzt programmiert, Escape und fertig, okay.
Also wie man sieht, ist das Ganze tricky, aber nicht so schwierig. Genau. Also und das ist jetzt so der erste gelungene mit der Dallakorte. Vorteil bei Dallakorte ist, dass nur 54 mm Siebträgerdurchmesser hat. Das heißt, die Extraktion ist ein bisschen homogener, weil das tiefer ist. Also wenn ich das jetzt vergleiche hier, kann man dann mathematisch berechnen, hat man hier einfach einen anderen Durchmesser. Das hier ist 54 und das hier ist 58. Wie man sieht, ist dann natürlich der 54er etwas tiefer. Und ja, also Signor Dallakorte meint, dass das besser ist. Andere meinen wiederum, dass das besser ist. Ist letztendlich Personal Gusto. Okay, also in dem Sinne, grazie mille für den Support, Mikro. Und ja, das war's. Also coole Maschine, oder? Ja, sehr schön. Super, passt. Yeah. Ciao. Ciao.